Ja, heute ist Sonntag, der 11. Juni. Wir haben im Hotel Sommer, 4-Stern-Hotel, mit Wellnessbereich, den wir allerdings nicht genützt haben. Gut übernachtet, jetzt sehr gut gefrühstückt. Und das Wichtigste, das Wetter ist traumhaft schön. Wolkenloser Himmel, angenehm warm. Halt, Didi kommt schon. Hast du unterschrieben? Seid ihr alle fit? Heute geht es ja, circa 100 Kilometer nach Bregenz durch den Allgäu. Wie viele Höhenmeter das sind, wissen wir nicht. Aber einige werden schon zusammenkommen. Machen wir einen Blick in die Umgebung, Richtung Süden, Südwesten. Die Alpen, ein bisschen schneebedeckt. Wie gesagt, Wetter traumhaft. Aber ist nicht der Anfang gleich? Ja, da müssen wir schauen. Nein, da müssen wir nach Norden fahren. So, letzte Adjustierungen am Rad. Jetzt bin ich zum Fahren noch eine Viertelstunde. Tanken muss ich auch, gell? Unbedingt, ja. Wir hörten schon, das ist ein Flugzeug, glaube ich, gell? Ja, der fliegt immer mit uns und überwacht den Verkehr. Der Orf. So, einstellen bitte den Computer. Ja, du musst ja mehr bezahlen. Okay, Weißensee bei der Kirche. See you later. Adios. So, los geht's. 9 Uhr ist es. El Sommer. Waren wir die Wahnsinnigen. Kommen dann kaum nach. Jetzt geht's wieder bergab. Das ist eine wunderschöne Strecke da. Herrlich Asphalt. Leicht kupiert. Rückenwind. Adlerherz, was willst du mehr? Adler wird in Oberstaufen. Man sieht, die Weltmeisterschaft ist im Gange. Brasilianische Flagge, deutsche Flagge, französisch und Argentinien. Und unter der argentinischen Flagge sitzt Didi. Didi Maradona. Mahlzeit. Wir sitzen beim Adlerwirt in Oberstaufen und essen ein Nupperl. Das wäre was für einen Günther, gell? Wie spät ist jetzt? Dreiviertel eins, gell? Didi. Also es ist Brotzeit. Brotzeit. Schmeckt es manchmal? Kraft. Und das ist dann Diesel, glaube ich. Treibstoff, Diesel. Das ist mein Super. Ich habe einen Spezialdiesel. Didi hat eine Spezi. Ich glaube, das sind 49, was du hast. Ah, den 49. Das sind 49. Die werden uns vorwärts treiben, gell? Ja. Die Nonnen. Richtige steile Bergwertung. Und jetzt warte ich mal, wann unsere Helden kommen. Aber der Krieg schaut rund und gut aus. Das Dieseltanken hat anscheinend doch was genützt. Bitte? Ich habe eine Grenze da. Echt? Das ist schon.
das in der glühenden Mittagshitze. Und sie kommen schon mit einem irrsinnigen Sund. Super Rückenwind. Jetzt Richtung österreichische Grenze. Da kommt sie dann schon die Berge, die Alpen. Ja, freut man. Wir haben beschlossen, dass wir doch heute noch, nachdem es noch relativ früh ist, ein Stück fahren, und zwar vielleicht bis Bludenz, ca. 50 Kilometer. Es ist jetzt 3:30. Wenn wir ja morgen die Silvretta machen wollen, mit einem irrsinnigen Sohn. Sommerlich warm, am Mikrofon Kerstin Fessler. Im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba haben 3 Häftlinge Selbstmord begangen. 2 Männer aus Saudi-Arabien und einer aus dem Jemen. Viele Politiker haben laut Bundeskanzleramt und Parlamentsdirektion noch Ansprüche aus dem alten Pensionssystem. Im Vorjahr musste der Bund dafür 23 Millionen Euro zuschießen. In Tirol hat die Suche nach Braunbär Bruno alias JJ1 die nächste Phase erreicht. Die aktuellen Temperaturen, Regen 25, Felkir 24, Alterschwende 23, Daumenbirn 25, Bach 18 Grad. Letzter Wechsel, ca. 10 Kilometer vor Bludenz. Wir haben nach wie vor Rückenwind. Manfred, wie geht's? Gut, danke. Das ist wie letztens in Südtirol. Wahrscheinlich soll die gleich fortfahren auf die Silvretta. Du bist jetzt ja richtig in den Schoß gekommen. Es geht besser. Ja, das man merkt. Der lacht jetzt zur Vorfahrt. Und die, das Hintern ist ein bisschen wund, habe ich gesehen beim hinten herfahren. Ja, gut, der Hintern ist bei mir auch schon. Das ist... Ja, wir werden in Bludenz übernachten, gell? Es ist jetzt 19 Uhr, 7 Uhr am Abend, sind soeben in Bludenz eingetroffen, im Schlosshotel untergebracht. Die Glocken läuten und ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Herrliches Panorama hier in Montafon. Schnee auf den Bergen, Blick von meinem Hotelzimmer. Morgen geht es da hinein, Richtung Silvretta, die Königsetappe. Der Stadtbrunnen. Nachdem Bludenz nicht viel mehr zu bieten hat als Vogelgezwitscher und leere Gassen, haben wir gesagt, jetzt gehen wir zumindest in die Kirche. So, verschwinden die Herren. Adios. So, wir gehen wieder zurück ins Hotel. Die Sonne geht gerade im Westen unter. Ziemlich spät schon. 9:45 Uhr. Didi, was bringst du da? Das ist ein Weltliner. Tom Jannik. Weißt du, was morgen am Programm steht? Ja, deswegen bringe ich ihn.